Herzlich willkommen in der Hauptstadt. Wir starten in die Berlin-Reihe mit einem Secret Burger. Und natürlich könnt ihr auch sagen, hey, ich habe den Secret Burger bei Randy gesehen. Ganz nach dem In-N-Out-Prinzip. Secret Menu. Haben den schon Leute probiert? Also du wärst sozusagen der Erste. Aber davor probieren wir ein Patty Melt. Was das genau ist und ob es lecker ist, finden wir später raus. Aber jetzt kommen wir erstmal im Hotel an und gehen in die Nacht von Berlin auf 1 bis 20 Drinks. Viel Spaß mit der ersten Folge aus Berlin. So, guten Abend, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen in der wunderschönen Hauptstadt. Ich glaube an das Gute und ich glaube, Randy kriegt es hin, dass Randy mit Luciano sein Chicken probieren wird. Vielleicht klappt's nicht. Ich werde euch trotzdem mitnehmen durch diese 3 Tage oder 2 Tage Berlin. Wir sind jetzt vorm Hotel, mein Gepäck liegt schon drin. Eingecheckt habe ich schon. Wir gehen jetzt hoch. Danach werden wir noch uns treffen mit Achmed, einem Kollegen. Und morgen schauen wir uns dann so gesagt Smack Burger an. Und ein Top Secret Burger, den noch niemand probiert hat. Vor Kamera zumindest nicht. Pullman Hotel, Berliner Schweizer Hof. Gehen rein und dann gehen wir auch schon raus. Vielleicht in eine kleine Bar treffen und schauen. Vielleicht kommt noch eine Freundin. Vielleicht kommen noch, weiß was ich wäre. Vielleicht treffen die ein paar Leute von euch. Pullman Schweizer Hof. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Was sagen wir zum Hotel, Ladies and Gentlemen? Ist ganz nice, hä? Diese Lichter. Hier gibt es eine Bar. Ich feiere das Hotel. Was ist hier los? Strap this. Zimmer ist in der 4. Etage. Ja, ich bin allein in Berlin. Lukas konnte leider nicht mit, weil der Mann fliegt nach London. Der ist nämlich erfolgreich. Spaß, nein, er fliegt mit seiner Frau. Freundin, Frau, wie auch immer. Wahrscheinlich irgendwann Frau. Das ist Dazzi. Irgendwann. Ich bin sowas von hyped. Wenn das klappt, Leute. Ich will auch ganz kurz. Ich sag das jetzt nochmal für euch auch. Du hinter dem Bildschirm drückst jetzt auf den Like-Button. 4000 Likes will ich auf dieses Video. Kommentar. Aber macht so 8 Kommentare. Jeder von euch. Ich habe diesen Song auf TikTok die ganze Zeit gehört. Komischer Typ. Eine Ewigkeit. Gehen wir in die Nacht von Berlin. Ich weiß, das sieht ein bisschen aus, als wäre das so ein Extratuch, ist es aber nicht, gehört zum Fit. Geht mein Bruder ins Büro. Alles fit? Wir schauen heute in eine Bar, wie heißt die Bar nochmal? Kitty Cheng Bar. Kitty Cheng. Ist das so eine japanische Bar mehr? Oder? Nee, das ist so eine... gute Cocktails, ja, so ein bisschen gehobener? Genau. Okay. Ja. Glaube ich, ein bisschen früh dran. Schauen wir einfach rein. Hat sie überhaupt offen? Zu aus, oder? Ja, aber. Herzlich willkommen in der Odessa Bar, Ladies and Gentlemen. Schauen wir mal, wie gut der Mezcal Margarita ist. Boah, der ist richtig gut. Die Bar ist auf jeden Fall voll, Ladies and Gentlemen. Viele Leute, alle sprechen Englisch, Französisch, nur kein Deutsch. Das liebe ich an Berlin. 10 von 10 da drin, Ladies and Gentlemen. Zweiter Tag. So, guten Morgen und herzlich willkommen in Berlin. Wir warten jetzt auf Achmed. Ich nehme euch so ein bisschen mit durch den Tag. Hier habe ich ein Pumpkin Cream Cold Brew bestellt. Ich weiß nicht, ob das lecker sein wird. Schmeckt nach Halloween. Gerade diese Aufnahme überprüft, warum ist die unscharf? Ich werde euch heute einen Burger vorstellen, den noch niemand wahrscheinlich probiert hat. Ich bin der Erste, der so gesagt verkündigt, dass es diesen Burger geben wird. Es ist auf jeden Fall ein Top-Secret-Burger. Achmed, mein Bruder, was geht? Alles gut. Alles gut? Alles super, Bro. Was steht die Siegessäule aber? Die Siegessäule weiß ich auch nicht so ganz genau. Herzlich willkommen bei Smack Burger. Ich war noch nie dort, habe noch nie probiert. Ich wollte diesen Burger überhaupt mal so probieren, so wie ich halt jeden Burger probieren will. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, ob das schmeckt, ob das was kann, ob das nichts kann. Da gibt es eine Kisscam. Ich muss auf jeden Fall mal mit einer Frau hierher kommen. Und dann müsst ihr sagen, wer eine Kisscam ist. Wäre der perfekte Einstieg für mein Date. Patty Melt gab es nicht von Anfang an, oder? Also guck mal, der Patty Melt gab es bei uns von Anfang an. Haben den schon Leute probiert? Secret Burger haben den probiert, aber noch keiner irgendwie jetzt publik gemacht. Also du wärst sozusagen der Erste. Das finde ich sehr, sehr gut. Auf dem Menü, was haben wir eigentlich alles? Haben wir einen veganen Burger auch? Dann haben wir einen Hamburger, Single Cheeseburger, Double Cheeseburger. Welcher ist der bessere von beiden? Was sagst du? Cheeseburger Double, den haben viele gefeiert. Patty Melt ist eine Mischung aus Burger und Sandwich, ist es richtig?
Genau. Burger Patties in Toastbrot rein. Genau, also ich kann immer Toastbrot rein und die werden tatsächlich persönlich gemacht. Boah, das riecht auch süß. Sind die auch gesüßt? Das ist sehr süßes Brioche. Ja, Brioche. So Milchbrötchen-Vibes, ja. Gell? Kannst du mal gerne so testen dann. Die musst du eigentlich frisch essen. Boah, aber das ist trotzdem noch super lecker. Ja, ja. Das erinnert mich voll, als Kind habe ich die immer so gegessen einfach. Genau. Ich glaube auch, dass ihr eine von wenigen seid, die über Patty Melts anbieten, oder? Mittlerweile welche, die dann halt das jetzt auch machen. Aber wie gesagt, nicht mit dem Brot. Die stehen auf und dann, die Lieferung ist noch nicht mal da. Also die sind immer noch am Brot machen. Die kommt dann erst, also die neue Lieferung von heute, kommt dann meistens so gegen 2 Uhr bei uns an. Okay, geil. Es ist so ein bisschen auf Sportsbar angelehnt, auf Football. Wenn man reinkommt, hat man oben diesen Cube, der so eine Kisscam hat. Ziemlich süßer Laden. Deswegen hoffe ich, und ich bin guter Dinge, dieses Patty Melt. Ich freue mich eigentlich auf das am meisten. Ich finde auch, die sehen so richtig oldschool, also richtig cool aus. Die haben wir auch extra anfertigen lassen. Ich dachte, das sind so ältere Dinger, die schon verwendet wurden. Nee, nee, das, wir haben die tatsächlich anfertigen lassen, halt nur mit so einem oldschool Blick sozusagen. Ja, ja. Sieht auch aus, als wärst du bei Oma. Ja, tatsächlich. So. Wir werden schön gebuttert. Bestellung bitte. Da kommen jetzt 3 Scheiben Käse auf jedes Toast. Okay? Also hier 2 und dann noch einen auf dem Patty. Wird auf jeden Fall eine käsige Angelegenheit. Ich glaube auch ehrlich, ich habe erst 2-3 in meinem Leben Patty Melts gegessen. Es ist nicht jedermanns Sache tatsächlich. Du meinst Patty Melts nicht jedermanns Sache? Ja, nein. Das ist einfach für viele. Aber viele sagen auch, ja, mir fehlt die Frische ein bisschen drin. Okay. Deswegen. Weil es halt einfach Käse, Fleisch. Einfach deftig. Genau. Einfach eine Bombe. Was auch viele falsch machen, meiner Meinung nach, ist, sagen wir mal, dein Koch ist krank, dein Burgerbrater ist krank, wie auch immer. Wie kriegst du jetzt immer das gleiche Patty hin? Sieht man das? Das ist die Lösung. Wenn du immer die gleiche Grammanzahl an Fleisch hast, boom, hast du immer das gleiche Patty. Es sieht aus wie eine Mischung aus einem Sandwich und einem Burger. Wenn man das hier nur leicht berührt, ja, das zerfällt schon allein. Es riecht sehr butterig, es riecht sehr so eine Mischung aus süß und deftig. Wie eine Nachspeise und gleichzeitig ein Fastfood-Meal. Boah, das ist geil. Also bis es butterweich. Ich bin nicht immer der größte Fan von karamellisierten Zwiebeln, aber die machen hier drin absolut Sinn. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut schmeckt, weil der Geruch täuscht ein bisschen. Schön salzig, schön deftig, auch wenn man das Fleisch nur so probiert. Boah, das Fleisch, das feiere ich und den Pfeffer feiere ich auch. Das Ding ist geil. Ich bin auch ehrlich, ich hätte gedacht, das Ding, also es schmeckt nicht so deftig. Es sind ja noch diese klassischen Zutaten drin, wie zum Beispiel, dass du Milch und so drin hast, ne? Ja. Die sorgen dafür, dass du halt ruhig satt wirst danach. 2 kann ich von dir locker essen. Mal aber erstmal einen auf. Ja. Okay, okay. Ich habe ein bisschen gedacht, die haben zu wenig Käse reingemacht, aber du hast so die ersten 2-3 Bissen, wo du noch merkst, okay, das Fleisch hat Qualität. Und dann kommst du nach hinten, hast immer mehr von den karamellisierten Zwiebeln und dem Käse. Es ist so ein steigendes Esserlebnis. Das Ding kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut schmeckt. Ich war so ein bisschen skeptisch. Ihr wisst, wenn süße Sachen da sind und so. Ich war ja auch, dass sie das Fleisch so ein bisschen gröber gewolft haben. Schaut euch das mal an. Muss ich irgendwas sagen? Ich würde sagen, jetzt gehen wir in die Werbung und dann sehen wir uns gleich und probieren diesen Top-Secret-Burger. God damn! Okay, Top-Secret-Burger. Was erwartet uns? Eigentlich ein ganz klassischer Cheeseburger, der aber auch geschmacklich auf einem sehr hohen Level ist. Hausaufgaben gemacht. Senf, Ketchup, Verhältnis, sitzt. Genau. Rohe Zwiebeln, Essiggurken, Patty. Das war's. Also Patty Melt. Habt ihr mich gekriegt? Wir machen den Secret Burger. Ihr habt es gehört, ihr habt zugehört. Ich habe Cheeseburger. Man kann mir nichts erzählen. Smackburger, ich wünsche dir viel Glück. Wenn ich danach sage, Leute, ich bin zufrieden, dann könnt ihr kommen. Wenn ich sage, Leute, ich bin unzufrieden, könnt ihr natürlich trotzdem kommen und sagen, Randy, du laber Scheiße. Es ist oft bei Brioche-Bahn so, dass die sehr gut aussehen, aber dann gar nicht so weich sind. Ich arbeite jetzt auch hier. Ich bin Praktikant. Danke. Wo machen wir das hin? Hier ist Müll. Ja, einmal rein. Bin ich eingestellt? Ja, bist du. Dann stellen wir hier. So. Das ist zwar benutzt. Müll zu. Das ist eine geile Farbe. Speziellen Senf oder egal welchen Senf? Das ist ein spezieller Senf, das ist ein amerikanischer Senf.
Natürlich. Ich brauche da auch eure Hilfe. Liegt es jetzt daran, dass ich mit der Kamera hier bin oder ist der dann immer so? Dann will ich, dass ihr hierher kommt und den so probiert. Aber wenn die Zwiebeln so liegen, das Ketchup und der Senf so verteilt sind und die Essiggurken, dann hast du bei jedem Biss das gleiche Geschmackserlebnis. Jeder von uns weiß, wie ein Cheeseburger gemacht wird. Ich gehe jetzt raus hier, weil da sind vier Leute am Arbeiten. Die stehen nur im Weg. Secret Menu. Es steht nirgendwo, wenn ihr herkommt, müsst ihr sagen, hey, ich hätte gerne diesen Secret Burger. Oder was muss man sagen? Ich hätte gerne den Secret Burger. Ich hätte gerne den Secret Burger. Und natürlich könnt ihr auch sagen, hey, ich habe den Secret Burger bei Randy gesehen. Dann könnt ihr auch sagen, ich komme von Randy. Könnt ihr mal machen. Wir haben auf jeden Fall einen klassischen Cheeseburger. Klassischer geht's eigentlich nicht. Zwei Scheiben Käse. Und ansonsten ist eigentlich alles ziemlich gut verteilt. Ketchup, Senfverhältnis werden wir jetzt gleich schmecken. Innen Brot schön angetoastet. Ich fahre es, wir reden nicht mehr lang und beißen jetzt rein. Man hat dieses schöne Fastfood-Feeling einfach, muss ich sagen. Der Käse, der habt ihr gut, also ich weiß nicht, hast du den so geschmolzen oder mit so einem Teil drüber? Oder ist der alleine so geschmolzen? Der schmilzt alleine. Für mich müsste das Fleisch noch ein bisschen salziger sein. Das Brot ist geil, das Fleisch hat einen geilen Biss. Die Zwiebeln, ich bin ein Fan von rohen Zwiebeln, liebe ich. Essiggurken stark, es müsste nur mehr Salz für mich rein. Ansonsten bin ich glücklich. Für meine Zuschauer, gibt es diesen Burger nur hier? Den gibt es auch in der Badstraße. Also in beiden Filialen? Genau. Okay, Jack. Das Brot ist geil. Also es ist ein solider Cheeseburger. Also ich finde die Idee geil von einem Secret Burger. Das heißt so, man weiß, hey, das kommt aus Berlin, ich kann mir diesen Burger reinfetzen und nicht jeder kennt den so. Das finde ich cool. Ob das ein Cheeseburger ist oder ein Double McFlurry Cheeseburger, keine Ahnung, was auch immer für eine kreative Kreation, ist ja komplett egal. Ihr wisst jetzt durch dieses Video, dass es in beiden Filialen einen Secret Burger gibt. Probiert den, lasst mich auf jeden Fall wissen, was ihr dazu sagt. Boah, die Sonne kommt raus. Ihr könnt mir sagen, ob ich richtig oder falsch liege, wenn ihr hier reinbeißt. Und wenn ihr in den Burger in Goldies reinbeißt, das ist gröber gewollt. Und das von Goldies ist ein bisschen feiner gewollt. Aber es schmeckt super lecker. Ich mag das auch manchmal, wenn du so das Fett und das Fleisch Stücke unterscheiden kannst. So leicht Steak-Flavor schon hast fast. Fühlt sich an wie Urlaub. We eat Burgers. So, Berlin, was machen wir jetzt? Geh mal los, bleiben wir hier, geh mal Party machen. Ich will auch bitte, dass jeder von euch mal Bescheid gibt. Also die Leute, die schon mal bei Smackburger waren, wie ihr die Burger findet. Aber ich finde das Fleisch ziemlich lecker. Beide Sachen haben mich geflasht. Patty Melt hat mich überrascht, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass es gut ist, aber es ist noch mal besser gewesen, als ich erwartet habe. Und der Cheeseburger, der Secret Burger, probiert ihn. Ich fand ihn top, der war einfach lecker. Kennt ihr das, wenn ein Burger euch einfach zufrieden stellt? Ihr braucht nichts anderes, ihr seid zufrieden. Das hat er gemacht und ausgelöst. Bus geht raus. Zu leid. Ich habe mit euch allen nichts zu tun, wenn du mich fragst. Ziel wird es heute sein, dass wir es irgendwie hinbekommen, dass dieser Mann mit dem Mann, der da gerade sein Chicken seit dem 12. rausgebracht hat, es zusammen probiert. Der Mann hat mich gerade begrüßt. Der Mann hat mich gerade begrüßt. Willst du mich verarschen, Bruder? Keiner durfte drin bleiben. Ich hab dann gesagt, jetzt schnell raus.